Hi ihr Lieben, heute mal was ganz Schnelles. Und zwar habe ich so ein paar Sachen geerbt von jemandem, der sein Studio ausgeräumt hat, komplett ausgeräumt hat und unter anderem so eine schwarze Modellierpaste. Finde ich jetzt in Schwarz irgendwie, ja weiß ich nicht, würde ich mir nicht kaufen, aber habe ich gedacht, komm. Und das hat mir einfach die Idee gegeben zu dieser Seite. Ich habe hier mit ganz schwerem Kraftkarton angefangen. Da arbeite ich immer ganz gerne drauf, wenn ich weiß, ich benutze viel Farbe, viel Wasser und so weiter. Bisschen Gesso erst und dann Farbe hier und da und benutze hier verschiedene Brauntöne und Grüntöne. Ich möchte halt, oder ja, so einen Hintergrund, einen Landschaftshintergrund einfach mit viel Grün und ja, ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung in der Mitte, aber das werdet ihr dann sehen. Nehme hier mit Wasser so das ein oder andere wieder weg und mehr so eine Lasur, die ich hier mache, gar nicht so viel dicke Farbschichten. You know, I'm doing some, yeah, a page here. I got some stuff from someone who was, yeah, closing down the studio, is quitting the hobby. So I got quite a lot of stuff, and I had this black modeling paste. Never used it. I would never buy it, actually. So it is very grainy, very, yeah, grainy, and like it has sand in it. So as I said, something I would never buy, and I got this idea how to use it. So for the background here, I use very heavy craft card and use different paints, start with gesso and with earth tone colors, and but most of the times a very thin, so that it's not this heavy thick layer of acrylic paint, but remove a bit with water again and then put something else on top. But at the end of the day, it's earthy colors, it's landscapes, landscape colors, and here in the middle a bit of sunset color. That's what I wanted to achieve. I had a plan, actually. I had a plan. Most of the time the plan doesn't work properly, but I'm quite okay with this one. So, and because of this black thing I inherited from someone, I got the idea to use it here for more of a silhouette kind of painting with a palette knife. So, but first of all, to know roughly where to put all that stuff, I worked with chalk, with white chalk, and to give me an idea and the lines. And yeah, ich habe dann hier mit weißer Kreide erstmal mir so den Sketch gemacht, wo ich eben diese Modellierpasten hinhaben wollte. Und die kann man hinterher wieder super einfach abwischen. Deswegen, den nehme ich, benutze ich ganz gerne. Und das funktioniert ganz gut. Und das, was ich, das wollte ich halt ausprobieren, diese schwarze Modellierpaste so. Und dann als Silhouette, als Schattenspiel mit einem Palettenknife dann. Mit einem Palettenmesser. Und ja, das war eben so meine Grundidee. Und das Zeug ist schon ein bisschen älter, das ist schon, es ist nicht völlig hart, aber es trocknet halt sehr schnell auf, was eigentlich gar nicht schlecht ist, muss ich dazu sagen. Aber ich denke, ich muss das relativ schnell verbrauchen, damit, sonst wird das Knochen trocken. Aber ja, aber wie gesagt, ich würde jetzt mir selbst, würde ich die nicht kaufen. Das ist, wenn ich so überlege, was kann man damit machen? Ja, das, was ich jetzt gerade mache. Und vielleicht punktuell hier oder da anbringen. Aber wenn ich zum Beispiel farbige Modellierpaste haben möchte, dann färbe ich mir die ein oder ich mache das hinterher. Wenn die dann trocken ist, gebe die Farbe da nochmal drauf. Das finde ich für mich einfach, ja, kann ich viel besser oder viel mehr mit anfangen als immer nur mit Schwarz. Aber wie gesagt, so das eine oder andere funktioniert damit. Ich habe dann hier noch ein paar Bäumchen auf dem Hügel angelegt, weil irgendwer fehlte mir da von der Balance. Es war nicht ausbalanciert. Und dann packe ich mir hier so einen schönen neon-pinken Streifen rein. Das war das, was mir jetzt hier noch fehlte. Und jetzt ich habe mit dem Palettenmesser hier noch so überall Muster reingemacht. Das sieht man im Close-up hinterher besser. Und hier packe ich jetzt in diese
Streifen, die ich da gemacht habe, dieses Gekritzel, dieses Neon Pink noch mit rein. Und ja, so I, you know, I had to put this three little trees on that little hill just to balance it out. I think there was something missing. And then I work a line here with my neon pink. I wanted to have it there. And then, you know, I made some marks into the sun, yeah, and into this hills. And I thought that might look nice in this marks I made to put the neon pink into, and I quite like it actually. Was a bit, took me a while to get that in with the palette knife, but it worked. So a bit of white, I was missing a bit of white, and that for that reason I'm using my modeling paste here. It's actually the same scent, grainy one in white, and just to light it up there a bit, yeah. That's what I thought was missing. And I will definitely, yeah, I removed a bit. You can't see it now, but I removed a bit. I didn't show it just to, yeah, it was a bit too much then. So next step is my script stamp I got out just with black acrylic paint, with black ink. So, also ich habe dann hier noch ein bisschen von dem Modellierpaste, die ich habe in weiß, die ist auch so ein bisschen sandig, so ein bisschen Textur drin, draufgepackt, weil ich was Helles haben wollte. Ich habe ein bisschen wieder entfernt, aber genauso finde ich, das hat noch gefehlt. Und mit meinem Schriftstempel hier noch ein paar Stempel Abdrücke gemacht und gebe jetzt mit dem ganz trockenen, harten Pinsel weiß auf die Bäume und so ein bisschen auf die Hügel, einfach um da noch so eine Reflexion zu haben, einfach das Licht zu reflektieren, einfach eine Schattierung zu haben und noch ein bisschen weiß irgendwo aufs Bild zu bekommen. Das fand ich jetzt zu dunkel. Ich meine, ich mag ja Kontraste, ihr wisst das ja. Aber das fand ich jetzt doch so ein bisschen zu schwarz. Ja. You know, I'm putting with a very dry hard bristle brush white gesso here and there. Because I wanted to have a bit of white back. You know, I quite like a black contrast, you know that. But that was a bit too much. And that's why I put some white in, removing a tiny bit of white here and there, but that's what I used and needed as a reflection. So the close-up will come already. That was very quick, and I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me thumbs up and not down, up. And a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, wish you a fantastic time. And most important thing, stay creative, guys. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Hier könnt ihr die Strukturen sehen, die ich mit dem Messer da reingemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Aber das Wichtigste ist, bleibt kreativ, Leute. Also, habt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.